Hi, das Wochenende war für viele anstrengend, zumindest für mich. Ich habe mich ganz viel informiert, ich habe mir ganz viel Sorgen gemacht, und ich habe mich auch kurz wie in einer Ohnmacht gefühlt. Ich war hilflos. Falls dir das genauso geht, aber auch für alle anderen, die Ukrainer brauchen momentan drei Dinge. Das erste ist Lebensmittel und dazu die Logistik und das Thema Zwischenlagerplätze. Das heißt, sie brauchen natürlich zum einen Kleidung, sie brauchen Nahrung, sie brauchen Wasser. Sie brauchen aber auch einen Transport, der an die ukrainische Grenze fährt und brauchen im Normalfall an der ukrainischen Grenze, also auf EU-Boden, ein Warehouse, wo sie das zwischenlagern können, wo auch vertrauensvoll ist, dass da eben auch nichts geklaut wird. Zum Zweiten brauchen die Ukrainer Medikamente, Medizin und Medikamente. Das heißt, das fängt bei einem Ibuprofen an, geht natürlich über Kindermedizin, fiebersenkende Mittel, Verbände, sogar Pflaster, also alles, was ihr im Prinzip übrig habt. Der dritte Punkt, und das hat mich begeistert, Ukrainer wollen arbeiten. Heißt, wenn ihr Arbeitgeber seid, wenn ihr Ressourcen habt, die gedeckelt werden müssen. In der Ukraine sitzen sehr viele Ingenieure, sehr viele ITler, gebt den Ukrainern Arbeit. Die haben mobiles Internet. Ihr müsst bloß so fair sein, wenn die in einen Luftschutzbunker sich flüchten müssen, können die in den Minuten natürlich nicht für euch arbeiten. Das heißt, im Normalfall, wenn hier arbeiten gut, die nicht zeitkritisch sind, wo ihr sagt, die müssen eben in 4 bis 6 Wochen fertig sein, als Beispiel. Aber kommt da gerne auf mich zu. Die Ukrainer haben wieder IT-Infrastruktur, dank Elon Musk. Vielen, vielen Dank dafür. Und hier kann jeder von euch helfen. Und natürlich, wie gesagt, neben diesen drei Dingen, die die brauchen, und das kann jeder von euch machen, ist natürlich auch spendet an Organisationen, solidarisiert euch mit Menschen, die momentan in der Not sind. Das schadet eurer Arbeitgebermarke nicht, das schadet euren Mitarbeitern nicht, wenn da ein Inferno, ein positives Flammen von Mitgefühl ist. Vielen Dank.